Vielen Dank, Frau Präsidentin. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist bemerkenswert, dass hier ein Kollege eine Rede hält aus dieser Fraktion, ohne an einer einzigen Stelle zu erwähnen, wer diese Krise in Europa ausgelöst hat, ohne an einer einzigen Stelle zu erwähnen, wer diesen Angriffskrieg gestartet hat, meine Damen und Herren. Es hätte nur noch gefehlt, weil Sie Täter und Opfer ja bewusst umgedreht haben. Es hätte nur noch gefehlt, dass Sie das ukrainische Volk zum Tätervolk erklärt hätten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Auslöser dieser Krise sitzt im Kreml, da wo Sie Ihre Sprechzettel herbekommen. Das ist der Auslöser dieser Krise auch in Europa derzeit. Das muss gesagt werden. Das ist unfassbar. Es ist auch, das will ich sagen, weil hier trennen demokratische Opposition und Regierung natürlich einige Punkte dieser Tage. Es ist auch nicht alles der Fehler einer ehemaligen oder aktuellen Bundesregierung. Über verschiedene Instrumente muss man streiten unter Demokraten. Aber wir dürfen in diesen Tagen eines nicht vergessen. Und insbesondere, weil Ihre Fraktion versucht, die Montagsdemonstrationen, die für Freiheit, Frieden, Einigkeit in Deutschland stehen, zu kapern für Ihre parteipolitischen Zwecke im Interesse des Kremls. Dort sitzen Sie, meine Damen und Herren, hier sitzen die Demokraten in Deutschland. Das muss an dieser Stelle gesagt werden, gerade angesichts der schwierigen Krise, die wir in unserem Land haben. Und die Situation ist dramatisch für die privaten Haushalte in Deutschland, für die Unternehmen, für unseren Mittelstand, ohne jede Frage. Und ja, es ist auch richtig das, was Herr Ministerpräsident Haseloff gesagt hat, was Carsten Schneider gesagt hat und der Bundesminister Habeck. Wir müssen jetzt dringend reagieren, national, und das Angebot beispielsweise ausweiten. Deswegen hat diese Bundesregierung reagiert. Bei LNG-Terminals, bei der Frage der Kohlekraftwerke, die wieder ans Netz gehen müssen. Und ja, es gibt eine unterschiedliche Auffassung, das gehört zu Demokraten dazu, was die Frage der Weiternutzung der Kernenergie in Deutschland betrifft. Aber übrigens gerade bei den LNG-Terminals, das will ich in Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Union sagen. Meine Kollegen der FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag beantragen seit Jahren, dass man mehr bei LNG machen muss, beantragen seit Jahren, dass man da die Möglichkeit hat, auch Alternativen zu russischem Erdgas zu bekommen. Es war bisher ein CDU-Wirtschaftsminister in Niedersachsen, der jedenfalls diese Terminals verhindert hat. Ich glaube, auch das muss man zur Wahrheit dazu sagen, liebe Kollegen. Und wir haben ja in dieser Woche das auch getan, was Herr Ministerpräsident Haseloff beschrieben hat, nämlich neben den Maßnahmen, die wir am Strommarkt, am Gasmarkt machen, auch das getan, was derzeit notwendig ist, nämlich staatlicherseits für Entlastung zu sorgen. Das Inflationsausgleichsgesetz ist in den Deutschen Bundestag gekommen, und auch die Frage der reduzierten Mehrwertsteuersatzes auf Erdgas ist diese Woche in erster Lesung im Deutschen Bundestag. Und an der Stelle, Herr Ministerpräsident Haseloff, möchte ich eine Bitte an Sie richten, weil Sie gesagt haben, wir können uns auf die Länder stehen Gewehr bei Fuß, so darf ich Sie zitieren aus Ihrer Rede gerade. Meine herzliche Bitte im Namen der Regierung, aber ich glaube vielleicht sogar im Namen des gesamten Deutschen Bundestages, meine Bitte ist, machen Sie Ihren Einfluss in diesem gemeinsamen Sinne auch im Bundesrat geltend. Gerade das Inflationsausgleichsgesetz bedarf der Unterstützung von Bundestag und Bundesrat gleichermaßen. Da ist meine herzliche Bitte, dass auch die Länder dabei sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich ist die Situation schwierig, aber das heißt eben auch, dass man in diesen schwierigen Zeiten nicht zu einem Nein sagen kann. Ich will das offen sagen. Die Verstaatlichung von Uniper stand weder im Koalitionsvertrag noch ist sie von Kabinettsmitgliedern jemals gewollt gewesen. Es ist eine Notwendigkeit gewesen, um die Gasversorgung in Deutschland sicherzustellen. Man kann eben aber auch nicht zu allen Instrumenten Nein sagen. Ich sage das in Richtung der Kolleginnen und Kollegen der Union. Gestern haben Sie hier bei Ihren Redebeiträgen ausgeführt, dass Sie die Gasumlage nicht wollen. In den letzten Jahren haben Sie zu ganz vielen Dingen Nein gesagt. Ja, es gab gute Gründe, zur Kernenergie Nein zu sagen und vielleicht auch zur Kohleenergie. Aber auch bei der Frage des Ausbaus der erneuerbaren Energien haben Sie Nein gesagt. Warum steht Deutschland heute schlechter beim Thema Offshore da als andere europäische Länder? Diese Koalition hat sich auf die Fahnen geschrieben, genau das zu tun. Das Angebot auszuweitern, gerade für stetige Offshore-Energie, ist Ziel dieser Regierungskoalition, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich ist es deshalb wichtig, dass wir dabei bleiben und jetzt sehr
schnell agieren. Der Bundeswirtschaftsminister hat erklärt, dass er insbesondere für den Strommarkt in Kürze Instrumente vorschlagen wird. Stichwort Strompreisbremse, denn es ist richtig, etwas im Strommarkt zu tun. Meine Vorredner haben bereits beschrieben, welche dramatische Situation auch da insbesondere auf die Unternehmen und die privaten Haushalte zukommt. Und der Bundesfinanzminister hat ja gesagt, dass er eine entsprechende Arbeitsgruppe, auch gerade was das Thema Gasmarkt betrifft, einberufen hat diese Nacht. Also, meine Damen und Herren, diese Regierungskoalition handelt in den Märkten, die zurzeit Probleme haben. Aber zum Schluss, Frau Präsidentin, will ich eines sagen. Zur Wahrheit gehört auch. Aber kommen Sie bitte auch zum Schluss wirklich? Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Zur Wahrheit gehört eben auch, dass man staatlicher, fiskalischerseits nicht alles wird ausgleichen können. Und da fand ich spannend, dass der bayerische Ministerpräsident am gestrigen Tag die Katze aus dem Sack gelassen hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, gerade beim Thema Schuldenbremse hätte ich mir gewünscht, mehr Klarheit und weniger Unklarheit von Ihnen. Herzlichen Dank. Als nächstes erhält das Wort für die Linke Dr.